Ich wäre echt bekloppt. E-Bike-Akku, ne? Der ist mir so hier gegeben worden. 37 Volt hat er normal, bis 42 Volt ist die maximale Charge Voltage. Und diesmal habe ich nicht direkt angeklemmt, ne? Also das rote und das Kabel, dazwischen habe ich 2 Volt gemessen, ne? Also ich schätze mal nicht, dass hier noch irgendeine andere Elektronik drin ist. Wegen dem Thema letztens mit dem Handy-Akku, ne, das... Ja, ich lasse es mal so im Raum stehen, ich spreche da niemanden an. Aber ja, auch wenn man nicht direkt anklemmt. Wir sind jetzt in der 10. Stunde ungefähr. Jetzt sind wir bei 41,4 Volt. Und ich fahre mit 3,15 Volt, 1 Ampere Netzteilen und einem russischen PNP-Transistor und hier so einem verzwirrten Re-EMF. Ich bin hellauf begeistert. Nichts bläht sich auf. Die sind nur ganz am Anfang. So nach der ersten halben Stunde sind sie mal allesamt warm geworden. Und dann, als der erste Berg praktisch überstanden worden ist, da ja, sind sie alle wieder abgekühlt und nehmen konstant ihre Ladung auf.